Kann Deutschland auch den WM-Titel schaffen? Sie sind Schweizer, Sie können von außen mal einen Blick drauf werfen. Ist Deutschland für Sie auch der Top-Favorit, wie für viele andere? Nein, Top-Favorit nicht. Nicht? Nein. Warum nicht? Nein. Das müssen wir jetzt aber doch mal kurz klären. Schweizer ist Nummer 7 auf Ranking jetzt. Ja. Das ist gut. Also ist Schweiz für Sie der Top-Favorit? Nein, aber es sind viele, viele Mannschaften, die können den Titel holen. Natürlich Deutschland auch. Aber ich würde das nicht sagen, sie müssen den Titel und so. Das wird enorm schwer. Es sind bis jetzt noch keine Europa-Mannschaft, die sind Meister geworden in Südamerika. Nie. Das heißt, sie tippen eher auf den Südamerikaner, Brasilien beispielsweise, oder? Man weiß nie, aber es wird schwer. Es wird schwer für Deutschland, für Italien und so, dort die Meisterschaft zu gewinnen. Max, da müssen wir jetzt mal gegenhalten, oder? Ja. Ja, wir diskutieren oft drüber. Also, ja? Das ist genau so eine Diskussion, die wir ganz oft führen, wenn wir über Fußball sprechen, was passiert bei der WM. Ja. Das sind genau die Themen. Und Deutschland gehört zu den Mannschaften, die den Titel holen können. Ja. Absoluter Top-Favorit. Weiß ich, gibt es überhaupt einen absoluten Top-Favoriten? Also Brasilien ist natürlich im Heimatland sehr hoch einzuschätzen, aber hat natürlich auch den immensen Druck, in ihrem Heimatland den Titel holen zu müssen quasi. Argentinien immer unbequem, dann hast du Holland, Italien, Spanien, Deutschland. So, das sind die Mannschaften, die Nationen, die dann die Rolle spielen werden. Ich hoffe, wenn wir es hinten gut hinkriegen, Tore schießen wir immer. Und dann haben wir auch eine große Chance.